Ja, willkommen hier auf der Bühne 1 am Dienstag auf der FOSGIS 2021. Wir haben hier den letzten Vortrag jetzt in der Session, in der es vor allen Dingen um 3D ging. Ich freue mich jetzt auf den nächsten Vortrag von Güren Tandinga. Güren ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am G2Lab der Hafen City Universität in Hamburg. Beschäftigt sich dort mit Remote Sensing und Data Science mit Python und hält einen Vortrag jetzt über 3D, Punktwolken und Usability. Es kann losgehen. Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen zum Vortrag 3D, Punktwolken und Usability. Ich stelle mich mal eben kurz vor, bevor wir durchstarten. Ich heiße Güren und bin Mitarbeiter im G2Lab der Hafen City Universität in Hamburg. Auf der rechten Seite der Folie auch meine Abbildung zu meinem Gesicht, sodass ihr wisst, wer sich hinter dem Mikrofon versteckt. Ich beschäftige mich während und außerhalb meiner Arbeit mit der digitalen Bildverarbeitung, 3D-Punktwolken, Machine Learning, Monitoring-Aufgaben aller Art, Remote Sensing und realisiere manches davon mit Hilfe von Microcontrollern. Heute werfen wir allerdings einen Blick auf 3D-Punktwolken und da werde ich erstmal die Punktwolke an sich in den Fokus rücken und dann zu Pottery überleiten, einem Open-Source-Punktwolken-Renderer, der in erster Linie von Markus Schütz an der TU Wien entwickelt wurde. Die ersten Fragen, mit denen wir dabei konfrontiert werden, sind: Was sind Punktwolken eigentlich und ja, wo kommen Punktwolken eigentlich her? Wir wollen im Geobereich oft Elemente der Erdoberfläche oder Objekte in irgendeiner Art und Weise abspeichern und aufrufen und im besten Fall auch ja, angemessen visualisieren und vielleicht sogar weitergeben. Und neben Karten und Luftbildern bieten uns Messpunktwolken oder 3D-Punktwolken die Möglichkeit, Geodaten dreidimensional aufzuzeichnen und darzustellen. Dabei werden die einzelnen Punkte in 3D-Punktwolken meist durch X, Y und Z-Koordinaten bestimmt oder vielmehr beschrieben und befinden sich in einem dreidimensionalen Koordinatensystem. Heißt, wir haben einen Punkt auf der Erdoberfläche, dem wir eine X, Y und Z-Koordinate zuweisen und in einem 3D-Koordinatensystem abbilden. Wenn wir diesen Prozess jetzt für viele Punkte auf der Erdoberfläche wiederholen, können wir ab einer bestimmten Punktdichte Objekte formen und, wenn hinterlegt, Farben ausmachen. Und auf der rechten Seite können wir Gebäudedächer, einen Pavillon, ein Auto und eine Straße erkennen, die allesamt aus einer Vielzahl von Punkten bestehen. Wenn wir bei Null anfangen, bieten sich unterschiedliche Wege, 3D-Punktwolken zu erzeugen. Die wohl populärste und wahrscheinlich auch intuitivste Methode ist der Laserscanner, der hier links zu sehen ist, mit dem wir, wenn wir die ganze Bereinigung und Nachbearbeitung und Genauigkeitsuntersuchung unter den Tisch fallen lassen, im Prinzip auf Knopfdruck Punktwolken erzeugen können. Dabei tastet ein Laserscanner die Erdoberfläche mithilfe eines Laserstrahls ab und bestimmt durch die Reflexion des Lasers den Abstand zum abgetasteten Punkt auf der Erd- oder Objektoberfläche. Eine andere Methode ist beispielsweise das Structure-for-Motion-Verfahren, was meiner Erfahrung nach für Endverbraucher auch immer einfacher und zugänglicher wird oder geworden ist. Dabei werden mit einem bildgebenden Sensor, also einer Kamera, Bilder von einer Oberfläche aus unterschiedlichen Standpunkten erzeugt, die eine gewisse Überdeckung haben. Und mit Hilfe dieser Überdeckung können dann mit Algorithmen aus dem Bereich der Computer Vision dreidimensionale Punktwolken generiert werden. Die Abbildung auf der rechten Seite zeigt ein kreisförmiges Objekt in der Mitte mit den Kamerapositionen und Aufnahmerichtungen drumherum. Man wandert mit der Kamera also entlang des Objekts, also erzeugt sozusagen eine Structure durch Motion. Jetzt haben wir also unsere Punktwolke, die wir uns in der Software des Herstellers oder unserer Structure from Motion Software anschauen können. Die Software erlaubt uns in der Regel einen Export in unterschiedliche Datenformate, wobei sich das LAS-Format in der Geodäsie gut etabliert hat. Und das offene Format wird durch die American Society for Photogrammetry and Remote Sensing oder ASPRS spezifiziert und erlaubt uns neben einer Vielzahl anderer Dinge das Hinterlegen unserer XYZ-Koordinaten und
unserem Koordinatensystem in einer einzigen Datei. Um detaillierte Objekte und Szenen angemessen aufzuzeichnen, werden meistens mehrere Punktwolken erzeugt und zusammengeführt, meistens einmal aus der Luft mit Hilfe von irgendeinem Flugobjekt, einer Drohne, einem Flieger. Und das wird dann zusammengeführt mit terrestrischen Aufnahmen. Dabei entstehen, wie ihr hier sehen könnt, umfassende 3D-Punktwolken, die mit einem wesentlichen Nachteil einhergehen, nämlich dem Datenvolumen. Vorteile sind einfach der Detailgrad und die dreidimensionale Information, die dann sozusagen direkt vorliegt. Wenn wir uns mal in den einschlägigen Open Geodata Portalen in Deutschland umschauen, finden wir immer wieder Punktwolken, die wir runterladen können, die im gepackten Zustand oder im komprimierten Zustand schon mehr als 15 GB wiegen. Und wenn man besagte Punktwolken entpackt, weil wir keine ZIP, sondern eine LAS-Datei haben wollen, werden wir mit Dateigrößen jenseits der 50 GB konfrontiert. Während das lokal vielleicht nicht zur Katastrophe führt, erinnere ich mich an Szenen von vor einigen Jahren, an denen ich Punktwolken auf externe Festplatten kopiert habe, um sie Endverbrauchern oder Kunden per Post zu schicken. Und um das Ganze vielleicht auf den Punkt zu bringen, aufgrund der Datengröße ist die Weitergabe und die nutzerspezifische Visualisierung von Punktwolken nicht trivial. Was ich mit nutzerspezifisch meine, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Auf der Suche nach einer Methode oder nach einer Möglichkeit, Punktwolken weiterzugeben, bin ich PhosGIS entsprechend in Richtung offene Software auf die Suche gegangen und habe unterschiedliche Lösungen zur Visualisierung und Weitergabe von Punktwolken finden können. Für mich war wichtig, dass wenn ich die Punktwolke zur Verfügung stelle, dass sich Endnutzer und Endnutzerinnen keine zusätzliche Software herunterladen und installieren müssen und dass clientseitig möglichst wenig Ressourcen erforderlich sind, um die Punktwolke anzuschauen. Entsprechend fiel die Wahl auf Pottery und den Pottery-Converter, da hier auch ein automatisierter Workflow zur Visualisierung von Punktwolken im Internet realisiert werden kann. Wir gehen gleich nochmal auf die beiden Begriffe, also Pottery und Pottery-Converter, ein. Im Rahmen des weiteren Vortrags werde ich der Einfachheit halber mit Pottery abkürzen. Durch die BSD2-Lizenz bietet Pottery außerdem die Möglichkeit, Inhalte des Clients zu modifizieren und zu verbreiten. Und ja, anbei noch der GitHub-Link zu Pottery, falls ihr da stöbern möchtet. Die erste Frage, die sich stellt, ist, wieso ist es mit Pottery überhaupt möglich, Punktwolken so ressourcenschonend darzustellen und mit welchen Kompromissen geht die ganze Sache eigentlich einher? Pottery erfordert das Ablegen der Punktwolke in einem speziellen Datenformat oder in einer speziellen Datenstruktur. Und dabei werden die Punkte in Octrees unterteilt, um ausschließlich die Knoten laden zu können, die für die Ansicht aus dem Standpunkt des Betrachters relevant sind. Weil wenn ich mir nur einen Ausschnitt der Punktwolke angucke, dann muss ich den Rest ja vielleicht überhaupt nicht rendern. Um eine Punktwolke aufzuteilen, wird in einem rekursiven Arbeitsablauf im ersten Schritt eine minimale Entfernung zwischen Punkten festgelegt. Dann wird über die Gesamtmenge nicht prozessierter Punkte iteriert und eine Teilmenge ermittelt, in welcher die Distanz der Punkte untereinander über der vorgegebenen minimalen Entfernung liegt. Die Teilmenge wird dann in einem Knoten abgelegt und für jeden Unterbaum wiederholt. Das Prüfen auf Distanz untereinander führt dann schlussendlich zu einer einheitlichen Aufteilung und einer gleichmäßigen Repräsentation oder der Möglichkeit auf eine gleichmäßige Repräsentation. Die Abbildung rechts zeigt das anhand eines zweidimensionalen Beispiels. Die Rasterweite stellt dabei die minimale Distanz dar, die eingehalten werden muss. Der Punkt P1 wird also einem leeren Raster hinzugefügt und angenommen, da zu dem Zeitpunkt das Raster ja leer ist. Dann wird der Punkt P2 eingefügt und angenommen, weil die Distanz zu P1 eingehalten wird. P3 wird dann allerdings verworfen, deshalb ist P3 rot, weil die minimale Distanz zum nächsten Punkt, nämlich P1, nicht eingehalten wird. Darunter sehen wir das Ergebnis der Auswahl von 400 Punkten aus einer Gesamtmenge von 5000 Punkten. Links sind die
5000 Punkte, in der Mitte eine zufällige Auswahl von 400 Punkten und auf der rechten Seite die von Pottery verwendete Methode mit minimalen Distanzen. Darunter wiederum sehen wir ein weniger abstraktes Beispiel. Dort wird eine Straße gezeigt und es ist zu sehen, dass die Repräsentation mit zufällig gewählten Punkten weniger erkennen lässt als die Auswahl nach, ja, Maßgabe der minimalen Distanz. Und wir haben jetzt so viel über Pottery und Octree gesprochen, dann werfen wir doch auch mal einen Blick auf einen solchen Octree. Auf der linken Seite sehen wir die übliche Struktur als Baum und mit den Würfeln als 3D-Visualisierung. Wir haben also unseren Hauptknoten, den Root Node, in Rot mit 8 Kindern und jedes dieser Kinder hat, sofern es noch Punkte gibt, die verteilt werden können oder müssen, hat weitere Kinder. Der Vollständigkeit halber Knoten, die keine weiteren Kinder haben, nennt man in der Regel Blatt oder Leaf Node. Auf der rechten Seite sehen wir ein Beispiel zu einem Binärbaum, der mit Zahlen beschriftet ist und sich immer in zwei weitere Knoten aufteilt, bis keine Inhalte, in unserem Fall also Punkte, mehr übrig sind. Der Hauptknoten ist dabei mit der Nummer 1 beschriftet, Knoten 2 und 3 sind die Kinder von Knoten 1, 8 und, oder 4 und 5 die von Knoten 2 und so weiter. So viel zum Thema der Datenstruktur und Pottery oder Octree, zurück zu unseren Punktwolken. Wir haben es an sich auch schon angeschnitten, durch die Aufteilung des Gesamtbestandes in Teilmengen ist es während der Betrachtung möglich, Teilmengen der Punktwolke ein- und auszublenden und somit neben dem Detailgrad der Punktwolke gleichzeitig das zu übertragende Datenvolumen einzuschränken oder zu steuern vielmehr. Wir sehen hier jetzt beispielhaft, wie sich die Einstellung zu den Nodes, also den Octree-Knoten, auf die visuelle Darstellung auswirkt. Und hier sehen wir quasi die bestmögliche Visualisierung der Punktwolke eines Steinbruchs. Links seht ihr, dass wir das größtmögliche Point-Budget gewählt haben und die Node-Size auf 0 steht. Heißt, dass wir alle Punkte aus allen Knoten laden möchten. Und während im Vordergrund noch zu erkennen ist, dass es sich um eine Punktwolke handelt, sieht der Hintergrund schon aus wie ein texturiertes 3D-Modell, eben aufgrund dieser Punktdichte. Wenn wir alle Einstellungen gleich lassen und Punkte erst ab dem 157. Knoten darstellen möchten, sehen wir, dass Pottery weniger Punkte darstellt und die Qualität der Punktwolke abnimmt. Auf der Plusseite des Trade-offs stehen dafür allerdings die geringere Bandbreite, die benötigt wird, um verzögerungsfrei in der Punktwolke navigieren zu können und das geringere Datenvolumen, das geladen werden muss und zusätzlich belastet das System, von welchem aus die Punktwolke betrachtet wird, weniger. Jetzt haben wir unsere LAS-Dateien, also unsere Punktwolkendateien und die eben gezeigte Web-Oberfläche, über welche wir uns unsere Punktwolken offensichtlich anschauen können. Die Frage, die noch offen ist, ist, wie bekomme ich meine Punktwolken da jetzt eigentlich rein? Auch dafür gibt es eine Lösung, die auf den Namen Pottery Converter hört, aus demselben Hause wie der Renderer. Und genauso wie der Renderer ist der Quellcode öffentlich zugänglich und ebenso mit der BSD2-Lizenz versehen, sodass Änderungen vorgenommen werden können. Der Pottery Converter ist im Prinzip ein Kommandozeilentool, mithilfe dessen wir unsere Punktwolken vom LAS oder LAZ, das komprimierte LAS-Format, in das Pottery-Format überführen können, sodass der Viewer die Punktwolken darstellen kann oder versteht, wie er die Daten zu streamen hat, sodass diese visualisiert werden können. Das ist, wenn man schon mal eine Kommandozeile gesehen hat, recht einfach. Das heruntergeladene Tool wird in der Kommandozeile oder im Terminal aufgerufen, In- und Output werden angegeben. Und man kann sogar eine fertige Webseite im HTML-Format erzeugen lassen. An der Stelle ist zu erwähnen, dass bisher für jeden Knoten eine Datei erzeugt wurde während des Konvertierungsprozesses. Bei größeren Punktwolken waren das Unmengen an Dateien, mit denen man hantieren musste. Mit der Veröffentlichung von Pottery Converter 2.0 werden jetzt allerdings nur drei Dateien ausgegeben, was das Handling dann deutlich einfacher macht. Rechts nochmal als Ablauf dargestellt, die Punktwolke wird mit dem Kommandozeilentool prozessiert und beispielsweise per FTP hochgeladen und am Ende als Link bereitgestellt. Alternativ kann man je nach Hardware-Ausstattung den Converter auch direkt auf dem Server arbeiten lassen.
und die Punktwolke hochladen. Jetzt ist es zwar nett, um aber die Nutzerfreundlichkeit etwas weiter ja, auszubauen und selbst auch etwas beizusteuern, habe ich im Rahmen meiner Masterthesis unter anderem einen Workflow überlegt und implementiert, mithilfe dessen Punktwolken auch von Laien hochgeladen und konvertiert werden können, ohne jemals die Kommandozeile zu sehen, weil für Nutzer, die mit der Kommandozeile bisher nichts zu tun hatten, die Kommandozeile immer sehr abschreckend wirkt. Prinzipiell ist dabei eine Weboberfläche entstanden, über welche eine Punktwolke über den Explorer, also durch so einen Durchsuchendialog, gewählt werden kann, die dann hochgeladen und konvertiert wird und am Ende wird ein Link ausgegeben. Durch den Zugriff auf den Code hatte ich außerdem die Möglichkeit, Konfigurationen für unterschiedliche Nutzergruppen vorzunehmen, die beispielsweise mit der Reduktion des Punktbudgets einhergehen, um mobilen Nutzern beispielsweise nicht gleich einen Gigabyte an Datenvolumen wegzunehmen. Am Ende der Präsentation gibt es auch einen Link, über den ihr zum Projekt auf GitHub gelangt und auf den Code zugreifen könnt. Die in meinem Ansatz hochgeladenen Punktwolken werden dann in einem Index gesammelt und mit anderen Informationen wie dem Autor und der Lizenz können dann in diesem Index eingesehen und angeklickt werden. Rechts seht ihr nochmal den Ablauf. Die Punktwolke wird hochgeladen, automatisch im Hintergrund prozessiert, die HTML-Datei wird erzeugt und auch ein Datenbankeintrag, sodass man das alles hinterher später auch noch löschen kann und wird dann eben in diesem Index im Webportal dargestellt. Um nochmal ein bisschen genauer auf das einzugehen, wie das in meinem Ansatz funktioniert, die Punktwolke wird mittels PHP auf den Server hochgeladen. Dabei wird die Dateiendung geprüft, der Punktwolke wird ein in Anführungsstrichen zufällig generierter Name zugewiesen, damit mir niemand Befehle in meine serverseitige Kommandozeile schreibt. Die Punktwolke wird dann mithilfe des Pottery-Converters im Linux-Terminal prozessiert und inklusive der im Portal eingetragenen Metadaten in einer Datenbanktabelle abgelegt. Auf der Indexseite kann man dann auf die Datenbankinhalte, also die Punktwolken, zugreifen. Unter pointclouds.hcu-hamburg.de ist das Portal auch seit längerem erreichbar und durch eine Funktion, Punktwolken nicht öffentlich zugänglich zu machen, werden nicht alle hochgeladenen Punktwolken auf der Hauptseite angezeigt. Wer trotzdem mal einen Blick drauf werfen möchte, ist herzlich dazu eingeladen und gleichzeitig könnt ihr, wie auch schon erwähnt, auch im GitHub-Repository stöbern. Der interne Bereich ist so aufgebaut, dass Punktwolken mit einer eigenen Bezeichnung, Tags für eine bisher nicht implementierte Suchfunktion im Autor und einer Beschreibung inklusive der Angabe einer Lizenz hochgeladen werden können. Nach dem Upload erscheint dann eine Meldung, der entnommen werden kann, dass die Punktwolke hochgeladen und konvertiert wurde. Und wie ihr sehen könnt, gibt es auch eine Möglichkeit, Punktwolken zu entfernen, die ja ausbaufähig ist. Bisher wird nur der Datenbankeintrag entfernt, sodass die originären Daten auf dem Server verbleiben. Das lässt sich aber mit wenigen Zeilen PHP-Code ändern. Dann hätten wir es auch schon geschafft. Ich hoffe, der Vortrag hat euer Interesse an Pottery geweckt. Wenn ihr Fragen habt, die euch zu einem späteren Zeitpunkt einfallen oder ihr euch austauschen möchtet, könnt ihr mich gerne per Mail kontaktieren. Wie versprochen, der GitHub-Link, so dass ihr auf das Repository zugreifen könnt, um euch den Code anzuschauen und vielleicht sogar selbst zu implementieren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Ja, herzlichen Dank, Güren, für diese tolle Einführung in 3D-Punktwolken und den Blick in die Anwendung. Es ist wieder Zeit für Fragen und es gibt auch schon Fragen im Chat. Es wird gerade applaudiert, also wir schauen mal, welche Fragen wir uns jetzt noch anschauen. Und zwar, gibt es Prozesse, mit denen Teilgebiete der Punktwolken erneuert oder angepasst werden können? So, Güren, soll ich die Frage nochmal wiederholen? Ja, grundsätzlich ja. Das liegt aber daran, oder beziehungsweise muss man die Punktwolke dann auch wirklich voneinander separiert hochladen. Heißt, wenn man, jetzt habe okay, ich Doppelton gehabt, Entschuldigung. Ach so, genau. Also man müsste dann theoretisch zwei Punktwolken hochladen,
und eine ersetzen, sodass man eben dieses Teilgebiet erneuern kann. Heißt, es gibt keine oder mir bekannte, keine mir bekannte, ja, on-the-fly-Lösung, sodass die Punktwolke quasi durch einen Upload manipuliert wird, in place sozusagen. Okay, danke. Gut, dann können weitere 3D-Daten, 3D-Shape, .obj oder andere auch eingebunden werden. Um die Frage kurz zu beantworten, ja, das funktioniert. Allerdings ist das mit einem klein wenig Aufwand verbunden, weil man wieder in, ja, Indexdateien reinschauen muss, um, ja, Strings im Prinzip zu verändern, sodass Okay, es eben danke. möglich ist, einen 3D-Shape oder eine OBJ einzuladen oder eine Polygondatei oder sowas. Okay, danke. Ja, dann gibt es ja unterschiedliche Werkzeuge zum Umgang mit Punktwolken. Da ist eine Frage, hast du auch Erfahrungen mit PIDAL gesammelt? Nicht im Kontext mit Pottery, sondern im Kontext mit Lasttools, um die Frage einfach mal allgemein zu beantworten. Okay, gut. Dann schauen wir noch mal. Habt ihr Erfahrung mit Arch im archäologischen Bereich mit den an der Anwendung gemacht? Eventuell auch in Bezug auf langfristigere Es gibt keinen Grund, wieso das nicht funktionieren sollen dürfte. Ich hatte einen Fall, in dem ich einen Tagebau sozusagen, also einmal wirklich die Hütte, die oben drauf ist, und einmal dieses Tunnelsystem. Es tut mir leid, wenn jemand jetzt aus dem Ruhrgebiet kommt, dann lacht er wahrscheinlich über die Beschreibung. Aber das lässt sich an sich problemlos darstellen und auch ja, ablegen. Die Frage wäre, oder die Gegenfrage wäre, was bedeutet langfristigere Datenablage? Aber ich hoffe, das beantwortet die Frage ausreichend. Ansonsten könnt ihr mich auch jederzeit auf jedem euch erdenklichen Wege kontaktieren. Okay, dann gibt es noch eine Frage. Kann man Poetry auch für die Darstellung bathymetrischer Daten einsetzen? Ja, das funktioniert. Wenn die Daten im entsprechenden Format vorliegen, dann spricht da nichts dagegen. Wir haben an der Hafen City Universität, dem Namen sozusagen gerecht werdend, auch einen Hydrographie-Studiengang, in dem bathymetrische Daten erzeugt werden. Und auf der Point Clouds-Seite müsste, wenn ich mich recht erinnere, auch eine Punktwolke von einem Wrack sein. Allerdings mit einer, ja, verhältnismäßig geringen Punktdichte, aber trotzdem erkennbar aus meiner Sicht. Ja, okay. Gut, dann gibt es noch eine Frage zu den Daten. Um wie viel kleiner wird ungefähr der Datenstrom, wenn anstelle der Originalpunktwolke der 50 Knoten angezeigt wird? Ich verstehe die 50. Frage, die ist nicht trivial zu beantworten, weil es schon mehrschichtig ist. Es kommt darauf an, wenn ich die Punktwolke einfach nur anschaue, so wie sie einem Default vorgesetzt wird, sage ich mal, dann hält sich das wirklich in Grenzen mit dem Datenvolumen. Wenn ich jetzt aber ausgiebig in der Punktwolke herumnavigiere, lädt er natürlich trotzdem die ganzen Punkte, und man schafft es dann auch wirklich einen hohen Datendurchsatz zu erzeugen. Grundsätzlich, also ich kann keine präzise Aussage dazu machen. Ich habe das mal untersucht, das ist aber ehrlich gesagt zu lange her, und ich will jetzt auch nicht irgendwas dazu gesagt haben. Okay, gut, dann Man waren hat, das. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung, man hat jedenfalls einmal mit der Knotengröße sozusagen, oder mit der, ja, Steuerung über die Knoten und mit der Steuerung über das Point Budget Möglichkeiten, den Datenstrom klein zu halten und trotzdem noch eine, ich sag mal, passable Punktwolke darzustellen. Okay, gut. Das waren auch die Fragen zu deinem Vortrag. Herzlichen Dank nochmal, Gören, an dich. Das hat Danke, Anne. sicherlich Lust gemacht auf den Umgang mit Punktwolken.